Herzlich willkommen, ich freue mich. Rudolf Henke, Kollege aus Nordrhein-Westfalen, Arzt von Hause aus, Mitglied des Gesundheitsausschusses und insofern an vorderster Front aktiv bei den Themen, die diese Tage eine Rolle spielen. Wir haben fast jeder Tage jetzt Nachrichten über die Zulassung neuer Impfstoffe. Wie ist die aktuelle Situation da gerade? Ja, wir haben zwei Impfstoffe, die in Europa zugelassen sind, von der Europäischen Arzneimittelagentur und dann anschließend von der Europäischen Kommission. Das sind die von BioNTech Pfizer und von der US-Firma Moderna. Und wir haben eine ganze Reihe von Impfstoffen, wo wir denken, dass es im Januar, Februar zu Zulassungen kommen wird, insbesondere von den Firmen AstraZeneca und Johnson & Johnson, und hoffen dann noch auf das deutsche Unternehmen CureVac. Stand jetzt sind in den Impfzentren 2 Millionen Dosen Impfstoff vorrätig gewesen und davon ist 750.000 verimpft. Und jetzt stehen ja die Risikogruppen oder Ältere zuerst auf der Liste. Wie sind da die Prioritäten gesetzt und wann kann Otto Normal, wann kann jedermann damit rechnen, vielleicht einen Impftermin zu bekommen, wenn er möchte? Ja, die Impfverordnung des Bundesministers für Gesundheit folgt den Empfehlungen, die die Ständige Impfkommission nach Beratungen mit dem Deutschen Ethikrat und mit der Akademie der Wissenschaften Leopoldina vorgelegt hat. Und das Leitkriterium ist, diejenigen zuerst zu impfen, deren Leib und Leben auch am stärksten gefährdet ist. Und das bedeutet, zunächst soll in den Gemeinschaftseinrichtungen, in den Altenheimen, in den Pflegeheimen geimpft werden. Dann soll das Personal, das besonders stark exponiert ist, zum Beispiel auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten, auch in den Notaufnahmen geimpft werden, dann die über 80-Jährigen. Und dann wird man sich in den Altersgruppen und in der Frage der beruflichen Gefährdung nach und nach nach diesem Kriterium des Gefährdungsgrades dann weiter durcharbeiten. Es wird aber sicherlich noch im Februar möglich sein, allen in den Heimen ein erstes Angebot gemacht zu haben. Und wir fangen Stand heute in Deutschland auch mit der zweiten Impfung an, die für die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und von Moderna ja vorgeschrieben ist. Mhm. Und was sagst du den Skeptikern, die jetzt sagen, das geht alles nicht schnell genug und zu wenig bestellt und so weiter? Ja, also natürlich sind eine Vielzahl von Unternehmen am Start gewesen, die alle versucht haben, irgendwie frühzeitig eine Zulassung zu kriegen. Und wenn jetzt die EU-Mitgliedstaaten alle einzeln für sich, einzeln mit diesen Unternehmen in Verhandlungen eingetreten wären, dann hätten wir uns gegenseitig unterboten, überboten und aus den Verhandlungen verdrängt. Also der europäische Ansatz war absolut und genau richtig. Und natürlich haben wir einen Wettbewerb, in dem beispielsweise die 50 Millionen Dosen, die BioNTech, Pfizer im letzten Jahr schon vorproduziert haben, für keinen Bedarf ausreichen. Das ist völlig klar. Und das ist auch vorhergesehen worden. Insofern, jetzt geht es darum, dass wir das Impfen vorantreiben, dass wir die Dosen, die wir bekommen, auch verimpfen. Da werden wir auch jetzt schon besser. Das merkt man, das ruckelt nicht mehr so stark. Aber der Impfstoff ist halt ein knappes Gut und es war richtig, dass die Europäische Union sich für die Beschaffung stark gemacht hat. Für die 450 Millionen Europäer hat die Europäische Union 2 Milliarden Dosen bestellt. Und insofern glaube ich, wird es auch in diesem Jahr für die Europäer ein entsprechendes Impfangebot geben. Und dann gibt es ja immer noch die, die sagen, Mensch, so schnell ist das jetzt alles entwickelt worden, ist das denn sicher? Also Menschen, die Sorge haben, kann man ihnen die Sorge nehmen? Also man kann natürlich nicht sagen, wir wissen jetzt, ob sich Spätwirkungen in einem halben Jahr zeigen, weil das halbe Jahr ist noch nicht vorbei. Aber es wird ja schon seit über einem halben Jahr getestet. Diese Tests sind auch mit ungewöhnlich vielen Teilnehmern durchgeführt worden, ganz viele Teilnehmer der Studien, in einzelnen Studien bis zu 40.000 Teilnehmer.
viel mehr, als das in Impfstoffstudien sonst üblich ist, liegt an der großen Zahl Infizierter. Ja. Und deswegen konnte man an vielen Fällen überprüfen, ob es zu einer Infektion kommt oder nicht zu einer Infektion kommt. Und deswegen, weil wir auch gesagt haben, wir machen die Prüfung, die die Europäische Arzneimittelagentur immer macht und machen keine Schnellzulassung. Deswegen glaube ich, dass wir auf der sehr, sehr sicheren Seite sind. Wer glaubt, es wäre sicherer, dass die natürliche Infektion ihn trifft, täuscht sich, weil die ist natürlich mit Sicherheit viel gefährlicher als die Impfung. Das ist, glaube ich, nochmal eine beruhigende Nachricht zum Schluss. Herzlichen Dank für die fundierten Hintergründe und Gerne. Informationen und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Ja, vielen Dank. Danke, Rudolf Henke. Schöne Grüße, bleiben Sie gesund.